Gestern haben wir noch über die letzte Boeing 767 der British Airways gesprochen. Die hatte ihren letzten Flug mit Passagieren jetzt am Sonntag und wird die Flotte bald verlassen und dann verschrottet. Aber bevor jetzt alle traurig sind, machen wir lieber schnell weiter mit einem neuen Flugzeug am Markt. Und zwar wurde gestern der erste A330neo endlich an TAP Portugal übergeben. Damit kommt jetzt bald endlich nach ewig langem Hin und Her der A330neo auf Strecke. Und was uns dahingehend zum Thema A330neo noch zu erwarten hat, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ja, hat ja jetzt alles doch ein bisschen länger gedauert, als das am Anfang der Plan war. Aber jetzt wurde endlich der erste A330neo an TAP Portugal übergeben. Seinen Erstflug hatte der schon am 15. Mai 2018, ist also schon eine ganze Weile her. Und dann war dieses Flugzeug mit zwei anderen A330neo-Maschinen Teil des umfangreichen Testprogramms von Airbus zu diesem Flugzeug. Ein solches Testprogramm muss immer durchgeführt werden, bevor der Flieger seine Zulassung bekommt. Und einen finalen Teil führte dieser A330, der jetzt bei TAP Portugal unterwegs ist, dann im sogenannten Route Proving im Juni 2018 durch. Schon da hatte der Flieger eine fertige Kabine und war damit ja auch fast fertig für den ersten Kunden. Jetzt wurde der Flieger endlich an TAP Portugal übergeben. Die portugiesische Fluggesellschaft ist damit Erstbetreiber des A330neo und ließ das Flugzeug von dem Leasingunternehmen Avolon. 298 Sitzplätze bietet dieses neue Flugzeug jetzt bei den Portugiesen. Davon 34 neue Sitze, die sich alle in ein flaches Bett umwandeln lassen in der Business Class. 96 Sitze in der sogenannten Economy Plus Kategorie, die ja immer beliebter bei den Passagieren und bei den Fluggesellschaften wird. Und dann noch 168 Sitzplätze in der, in Anführungszeichen, ganz normalen Economy Class. Wirklich auf der Linie eingesetzt werden soll der neue A330 dann schon ab dem nächsten Monat. Das wollte man ja unbedingt vor dem Jahreswechsel zum Jahr 2019 schaffen. Und genauer gesagt wird der erste Flug dann am 9. Dezember 2018 stattfinden. Der erste Flug wird dann von Lissabon aus nach São Paulo gehen. Bestellt hat diese Fluggesellschaft übrigens 21 Maschinen vom Typ A330-900, also von der größeren Variante des A330neo. Das wird aber sicherlich noch eine ganze Weile dauern, bis die alle bei den Portugiesen angekommen sind. Denn der Triebwerkshersteller Rolls-Royce hängt noch immer massiv hinter dem Zeitplan und kommt nicht so richtig mit den Triebwerkslieferungen hinterher, so wie das eigentlich irgendwann mal geplant war. Und da die Rolls-Royce-Triebwerksoption, also die Trent 7000-Triebwerke, die sind die einzige Option für den A330, das ist das exklusive Triebwerk für dieses Flugzeug. Und deswegen bleiben die Dinger so lange ohne Triebwerke am Boden, bis von den Briten dann wieder neue geschickt werden. Bedeutet wiederum, wenn es ganz blöd läuft, hat Airbus bald nicht nur noch nicht ausgelieferte A320neo auf dem Hof stehen, die auf ihre Triebwerke warten, sondern dazu gesellen sich dann auch noch Modelle vom Typ A330neo, die auch noch auf ihre Motoren warten müssen. Tja. Man kann nur hoffen, dass das im nächsten Jahr ein bisschen besser läuft, denn in diesem Jahr wurden die geplanten Auslieferungen vom Flugzeughersteller Airbus durch die Triebwerkshersteller schon wirklich enorm ausgebremst. Ursprünglich sah der schon zusammengekürzte Plan vor, dass gut 30 Triebwerke in diesem Jahr noch von Rolls-Royce an Airbus geliefert werden, sodass die dann noch im Idealfall 15 Maschinen vom Typ A330neo an die entsprechenden Kunden ausliefern können. Das wird in diesem Jahr ziemlich sicher nicht mehr klappen. Das Trent 7000 Triebwerk reiht sich damit in die Problemkette des Trent 10 Triebwerkes für die Boeing 787 mit ein. Beide Motoren stehen auf der gleichen Basis. Aber hilft ja alles nichts. Die Probleme müssen irgendwie jetzt mal behoben werden, denn ohne die neuen Triebwerke von Rolls-Royce ist der A330neo nun mal kein A330 mit New Engine Options. Und an dieser Stelle können wir mal erklären, wie sich die Effizienzvorteile, die der A330neo gegenüber dem vorherigen A330 hat, wie sich die überhaupt zusammensetzen. Die größten, optisch auch ganz leicht erkennbaren Veränderungen sind natürlich die neuen Triebwerke, die deutlich größer sind als die alten, und die neuen vom A350 inspirierten Winglets an den Tragflächenenden des A330neo. So ist das neue Trent 7000 Triebwerk an sich vom Treibstoffverbrauch her schon mal ganze 11% effizienter zu betreiben als das vorherige Triebwerk des A330-300. Dazu kommt dann aber, dass das Triebwerk wie gesagt größer ist, dadurch erhöht sich ja auch der Widerstand des im Luftstrom stehenden Triebwerkes. Somit büßt man gleich mal wieder 2 Prozentpunkte ein. Dazu kommt noch, dass die größere Größe auch dafür sorgt, dass das Triebwerk schwerer ist. Und so verliert man noch 1 Prozentpunkt, sodass das Triebwerk an sich für 8% mehr Effizienz sorgt. Hier greifen dann aber die Winglets an, die überraschend effektiv sind, und im Zusammenspiel mit weiteren kleinen aerodynamischen Verbesserungen am A330 sorgen die für 4 weitere Prozentpunkte mehr Effizienz, sodass das Flugzeug unterm Strich 12% effizienter fliegen kann
als der A330-300 davor. Aber wir denken nochmal an den Airbus A321 und die dazugehörige von Airbus nun angebotene Cabin Flex Option. Sowas ähnliches gibt es nun natürlich auch für den A330neo, denn Airbus hat auch hier die Kabine aufgeräumt, schlicht und einfach mehr Platz in der Kabine geschaffen für zusätzliche Sitze, sodass der interessanteste Wert, also der Treibstoffverbrauch pro Sitz und damit pro Passagier, einfach dadurch geschmälert wird, einfach dadurch gesenkt wird, dass es mehr Sitze im Flugzeug gibt. Hier beim A330neo nennt sich das Ganze dann ganz aufregend Space Flex. Und das dann in Kombination mit dem Airspace Design von Airbus. Das sorgt dann alles dafür, dass man die Kabine schlicht und einfach besser nutzt, mehr Platz für zusätzliche Sitze hat, einfach den Raum im Flieger besser nutzen kann, zum Beispiel eben durch platzsparende Toiletten. Ob die Passagiere das jetzt alle so gut finden, dass das alles ein bisschen enger gepackt ist, das weiß man nicht. Airbus sagt natürlich, dass das Reisen im A330neo deutlich angenehmer sein wird als im vorherigen A330, wo es selbstverständlich auch schon fast perfekt war. Tja, das Airspace-Design von Airbus zeichnet sich vor allem durch das Moodlight in der kompletten Kabine des A330neo aus, wodurch das Reisen für die Passagiere nochmal deutlich angenehmer gemacht werden soll. Das sorgt aber selbstverständlich nicht dafür, dass das Flugzeug wirklich effizienter wird, sondern schlicht und einfach die höhere mögliche Anzahl an Sitzplätzen macht nochmal 2 weitere Prozentpunkte Effizienz aus, sodass man nun auf fast 15% Effizienzvorteil im Vergleich zum A330-300 kommt. Airbus selbst sagt dazu, dass man den neuen A330neo im allerbesten Fall bis zu 25% effizienter betreiben kann als vorherige A330-Modelle. Wie die das jetzt genau errechnet haben, konnte ich aber leider nicht rausfinden. Interessanterweise weiß man aber mittlerweile, dass sich eine Boeing 787-9 auf einer spezifischen Langstrecke eine kleine Ecke effizienter betreiben lässt als der neue A330-900. Sie ist schlicht und einfach etwas sparsamer als der neue Airbus. Dafür kostet der A330neo in der Anschaffung allerdings viel weniger. Der ist nämlich knapp 30 Millionen Dollar günstiger als die 787-9. So muss eine Fluggesellschaft bei der Entscheidungsfindung halt einfach selbst durchrechnen, was sich am Ende des Tages jetzt mehr rechnet, die günstigeren Anschaffungskosten oder der etwas geringere Spritverbrauch eines Dreamliners. Da spielen aber selbstverständlich noch viele andere Faktoren eine Rolle. Bei TAP Portugal zum Beispiel, da rechnet sich das ziemlich sicher, denn der A330neo beschreibt bei der portugiesischen Fluggesellschaft quasi den Weg zu einer hochmodernen und sehr effizienten Airbus-Flotte. Fast 30 Maschinen aus der A320neo-Familie, dazu 12 Maschinen vom Typ A321LR, also von der Long-Range-Variante des A321neo, dazu dann noch diese 21 A330-900neo. Die sollen alle zusammen dafür sorgen, dass die Flotte der Portugiesen zu einer der effizientesten und modernsten am europäischen Markt wird. Klingt auch schon mal gar nicht so schlecht. Interessant aber, wenn man bedenkt, dass ja eigentlich keines dieser Flugzeuge wirklich neu ist, sondern es sind halt überarbeitete Varianten von Flugzeugtypen, die sich schon bewährt haben. Die Fluggesellschaft hat damit genau die Flugzeugtypen geordert, bei denen Airbus gerade voll dabei ist, alles am Potenzial, was geht, rauszuholen. Der neue A330-900neo kann übrigens knapp 13.500 Kilometer weit fliegen, eine Reichweite, die sich womöglich durch ein nochmals erhöhtes Abfluggewicht, so wie man das auch schon beim A330-300 gemacht hat, nochmal erhöhen lässt, sodass man den Flieger dann auch auf noch etwas längeren Strecken effizient einsetzen kann. Denn die Boeing 787-9, die kann über 14.000 Kilometer weit fliegen und damit man da vielleicht noch ein bisschen dichter dran kommt, müsste man das Abfluggewicht des A330neo nochmals weiter erhöhen. Und so entsteht jetzt eine wirklich interessante Differenz in der Herangehensweise an die Zukunft bei den beiden größten Flugzeugherstellern der Welt, denn Boeing konzentriert sich weiter auf die 787, auf den Dreamliner und das 797-Projekt, über das wir noch gar nicht so wahnsinnig viel wissen, außer dass es da um ein Middle-of-the-Market-Flugzeug geht, welches womöglich ab 2025 und damit erst in über 6 Jahren bei den Fluggesellschaften an den Start gehen könnte. Ganz wichtig ist hier das Wort könnte, denn so wirklich offizielle Informationen von Boeing haben wir zu diesem 797-Projekt noch nicht, außer dass das Projekt existiert und da irgendwelche Leute dran arbeiten. Aktuell gibt es eine Lücke in diesem sogenannten Middle of the Market und die Fluggesellschaft, die in diesem Middle of the Market operieren, die schauen sich schon seit Jahren nach einem möglichen Flugzeugtypen für diesen Bereich des Marktes um und Airbus sticht da jetzt mit dem A321neo bzw. LR bzw. XLR von unten heran in diesen Bereich des Marktes hinein. Nach Aussage des Flugzeugbauers hat man nämlich das Potenzial des A321 auch mit der Long-Range-Version noch nicht bis zum Ende ausgereizt, sodass es durchaus zu einer XLR-Variante kommen könnte. Und man wird jetzt vermutlich mit dem A330neo von oben entgegenarbeiten. Man munkelt nämlich, dass Airbus so eine Art Light-Version des A330neo bringen wird
und damit Boeing auch von dieser Richtung aus zuvorkommen könnte. Und das mit einem Flugzeug, das auch schon einmal da gewesen ist, genauso wie sie es jetzt mit dem A321 machen. Ich glaube, wir müssen uns nicht darüber streiten, dass der A321, egal in welcher Version, ob als LR oder als XLR-Variante, die Boeing 737 in dieser Marktnische schon ganz klar ausgestochen hat. Denn wenn es darum geht, wenn Airlines Gefallen daran finden, ein Flugzeug mit einer Kapazität von ungefähr 220 Passagieren auf mittlere Langstrecken zu schicken, das dann möglich gemacht mit einem Standardraumflugzeug, dann werden sie sich mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eher für den A321 in ebenso einer entsprechenden Version entscheiden und halt nicht für die Boeing 737. Weil die 737 kann schlicht und einfach nicht diese dafür nötige Kombination aus Sitzplatzanzahl und Reichweite bieten. Aber wie eben schon gesagt, spielen dann natürlich noch ein paar andere Punkte mit rein. Voraussetzung für das Ganze ist selbstverständlich, dass ein Airbus-Modell für die entsprechende Fluggesellschaft überhaupt in Frage kommt und dass sie überhaupt in diesem Marktbereich, in dieser Marktnische operiert. Denn würde man irgendwie einfach eine reine Boeing-Flotte haben, einfach so einen A321 dazuschmeißen, dann würde man die vorher vielleicht durch Kommunalität gewonnenen Effizienzpunkte einfach wieder wegschmeißen und dann ist auch niemandem geholfen. Also nicht immer gleich das Flugzeug in den Himmel loben, da kommen noch ein paar mehr Punkte dazu, damit es auch wirklich so funktionieren kann, wie Airbus das immer erzählt. Dann jetzt aber Boeing auch am oberen Ende dieser Lücke, diesem Middle of the Market, mit einem ja schon eigentlich entwickelten, jetzt nur leichter gemachten und kleineren und trotzdem höchst effizienten A330 entgegen und zuvorzukommen. Das erscheint mir als ziemlich clevere Idee, wenn man sie richtig umsetzen kann. Denn Boeing entscheidet sich hier natürlich für ein komplett neues Flugzeug, das den Markt eben genau dort treffen wird, wo er gerade besteht. Die genauen Werte kennen wir hier zwar nicht, aber die sind ja nicht blöd. Die bauen ein komplett neues Flugzeug, nehmen dafür viel Geld und Zeit in die Hand und die Leistungswerte, die da am Ende des Tages bei der Boeing 797 rauskommen werden, die werden ziemlich genau, ziemlich perfekt die Leistungswerte treffen, die sich ein potenzieller Kunde von einem solchen Flugzeug wünscht. Was ich damit sagen möchte, ist nur, dass Airbus nicht auf einmal über 500 A330-800 verkaufen wird, nur weil sie jetzt einen Werbeprospekt machen, was ganz hübsch aussieht und wo drin steht, dass der A330-800 das perfekte Middle-of-the-Market-Flugzeug ist. So funktioniert das ja nicht. Sie müssen wirklich etwas verändern am A330-800. Und da muss man dann wieder einen Kompromiss finden, was sich da lohnt, wie viel Geld man investieren kann, wie viel Zeit man übrig hat, um da wirklich Boeing zuvorkommen zu können. Aber sie müssen etwas verändern. Das Flugzeug muss leichter werden, das Flugzeug muss kleiner werden und das Flugzeug muss vor allem funktionieren und das hocheffizient. Es reicht also nicht, wenn der A330 einfach auf dem Papier aufgehübscht wird durch ein leichteres maximales Abfluggewicht und eine andere Ausstattung, sondern er muss wirklich verändert werden. Und das ist hier natürlich wieder ein Kompromiss. Und ganz wichtig, Boeing geht diesen Kompromiss nicht ein. Sie werden ein Flugzeug bauen, das passt und das in diesem Middle of the Market funktionieren wird. Aber das habe ich auch schon beim A321 XLR gesagt. Ein Kompromiss muss ja nicht unbedingt schlecht sein. Und Airbus hat einen massiven Zeit- und Kostenvorteil. Und wenn man den jetzt vernünftig nutzen kann, dann könnte es durchaus sein, dass Airbus bis 2025 den Middle of the Market mit perfekten Kompromissen vollgestopft hat und Boeing dann mit der 797 vor einem gesättigten Haufen an Kunden steht, die dieses Flugzeug gar nicht gebrauchen können. Die Zukunft wird dahingehend also wirklich ziemlich spannend. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren wieder ein paar interessante Informationen für euch dabei und ich freue mich wie immer auf ein paar Kommentare zu dem Thema, ob ihr lieber auf die Boeing 797 warten würdet oder ob ihr denkt, so Kompromisse von Airbus, von der Seite A320neo oder von der Seite Airbus A330neo. Das kann alles gar nicht so schlecht sein. Das wird schon ziemlich gut funktionieren. Da freue ich mich auf ein paar Kommentare und eure Meinung zu dem Thema und sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.